Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr etwas von oben filmen könnt mit wenig Geld, wenig Platz, wenig Gewicht und wenig Zeitaufwand. Die Dinge, die ich euch zeige, sind natürlich in der Videobeschreibung gelistet. Wer meinen Kanal aktiv unterstützen möchte, kann diese Dinge natürlich über den Link in der Videobeschreibung kaufen. Los geht's! Vergesst mir übrigens nicht, auf Telegram und Instagram zu folgen. Und zwar komme ich gleich zu diesen Lighttubes hier. Doch zuallererst möchte ich euch Folgendes zeigen. Ihr habt hier diese Stange, die lässt sich ausfahren. Und zwar ganze 90 cm. Die ist natürlich unterschiedlich dick. Hier oben ist sie dünner, hier in der Mitte etwas dicker. Dazu kommen wir gleich, warum das so entscheidend ist. Das Licht ändert sich die ganze Zeit. Jetzt waren gerade Wolken da, jetzt ist wieder Sonne da. Und zwar habt ihr hier unten eine Schraube und das hier könnt ihr in einen Tisch festklemmen. Verarbeitungsqualität sehr robust, sehr stabil. Robust und stabil ist, glaube ich, dasselbe. Und ihr habt hier oben noch einen Kugelkopf, der sich um 360 Grad drehen lässt mit Stativgewinde. Und zwar müsst ihr Folgendes machen. Ihr schraubt es einfach an einen Tisch fest. Das kann dann zum Beispiel der Esszimmertisch sein, der Schreibtisch oder eben hier so ein kleiner Bartisch oder eine Werkbank wird auch funktionieren. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem speziellen Part. Das ist dieser Auslegearm hier, auch nochmal mit Kugelgelenk, lässt sich um 360 Grad drehen. Hier habt ihr das Besondere. Ihr könnt das hier nämlich aufklappen. Und zwar funktioniert das hier oben nicht, weil das einfach zu dünn ist, aber an dieser Stange hier funktioniert es. Ihr müsst nichts mehr machen, als das Ganze einzuhängen, festzuschrauben. Und damit habt ihr dann quasi schon das Setup. Dieser Verlängerungsarm lässt sich übrigens, wenn ihr den locker macht, um 360 Grad um die Stange rumdrehen. Und jetzt habe ich folgende Möglichkeit, um das Ganze noch ein bisschen aufzupushen. Und zwar habe ich hier so Light Tubes, sind relativ cool, Link natürlich auch in der Videobeschreibung. Die lassen sich von hier hinten anpassen. Jetzt warte ich natürlich nur auf den Autofokus. Und zwar habt ihr hier ein Display, das Ganze lässt sich über USB-C aufladen, hält ca. 45 Minuten. Ihr habt jede Menge Möglichkeiten von den Einstellungen her. Ihr könnt zum Beispiel die Farben verändern, ihr könnt die Helligkeit verändern, all solche schönen Geschichten. Ihr könnt, was weiß ich, ein Feuerwerk simulieren. Ihr habt natürlich die Möglichkeiten, ganz normal den Weißabgleich zu regeln. Der geht von 2500 bis 9000 Kelvin. Und dann könnt ihr Folgendes machen, weil wir auf der Unter- und der Oberseite ein Stativgewinde haben, könnt ihr das hier oben festschrauben. Dann habt ihr Licht von oben, ganz wichtig. Jetzt ist hier wieder dunkler, aber ihr wisst ja, woran es liegt. Und mit dabei war das hier, eine Smartphone-Halterung, die wir gleich an dem iPhone 11 Pro Max ausprobieren, also einem großen iPhone. Hier oben noch einen Cold-Schuh, da könnt ihr dann zusätzlich noch ein Videolicht reinpacken oder zum Beispiel ein externes Mikrofon und hier noch ein Stativgewinde und da. Hier oben könnt ihr natürlich auch ein Videolicht montieren oder einen externen Monitor oder natürlich ein externes Mikrofon, wie ihr Bock darauf habt. Jetzt drehe ich das hier fest und kann dann das Smartphone reinhängen, aktiviere dann die Kamera und damit es natürlich genau auf dem Schreibtisch ist, kann ich hier mit dem Kugelkopf relativ gut spielen. Euch wird dann sogar so ein kleines X angezeigt, damit ihr genau mittig seid. Und achtet natürlich darauf, dass ihr in den Videomodus wechseln könnt. Und jetzt aktiviere ich mal die Kamera und kann euch quasi von oben zeigen, welches Produkt ich hier habe. Das lässt sich natürlich auf viele Dinge übertragen. Zum Beispiel, wenn ihr seid gut im Zeichnen oder ihr möchtet etwas basteln oder ihr möchtet ein Produkt vorstellen. Da lohnt sich natürlich sowas. Und was ich ganz cool finde, ist, dass ihr zusätzlich noch hier oben die Möglichkeit habt, ein Licht oder ein externes Mikrofon zu installieren. Einfach nur, damit ihr unten genügend Licht habt. Alternativ natürlich auch über den Cold-Schuh. Die spannende Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist,
hält die Kamera auch und ja, sie hält tatsächlich. Das ist die Canon EOS R5 mit dem 14 bis 35 mm. Also wer damit eine professionellere Kamera nutzen möchte, kann das auch tun. Gewicht circa 1,5 Kilogramm. Wer natürlich mehr Licht braucht, weil ihr schon zum Beispiel sowas habt, wo ihr von oben filmen könnt, das Problem ist ja, wenn ihr ein Stativ benutzt, dass ihr dann nur aus einem ganz bestimmten Winkel, also seitlich quasi, von nach unten filmen könnt, aber nicht genau frontal von oben. Das ist ja meistens das Problem. Alternativ könnt ihr natürlich noch ein zweites Videolicht befestigen, zum Beispiel auch in einem anderen Farbton, um zum Beispiel was aus der Hand zu fotografieren, was da unten liegt, zum Beispiel ein Produkt oder so. Und das soll es auch schon gewesen sein. Verarbeitungsqualität her sehr gut. Was ich auch noch ganz cool finde, ist, dass ihr das Ganze noch 90 cm ausfahren könnt. Link in der Videobeschreibung. Zwei Kugelköpfe sind dabei, die Smartphone-Halterung auch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wer meinen Kanal aktiv unterstützen möchte. Link in der Videobeschreibung. Danke fürs Folgen auf Instagram und Telegram und natürlich abonnieren nicht vergessen. Bis ganz bald. Ciao.